Hallo, wie ist die Lage? Top. Und bei Ihnen? Super. Er freut sich heute auf seine Auswärtsniederlage. Das hoffen wir alle für uns aus 26 Sicht. Fangen wir mit was ganz Lockerem an. Entweder oder. Wir gehen erstmal auf die 96-Seite. Sieg gegen Schalke oder die nächsten beiden Auswärtsspiele verlieren. Sieg gegen Schalke, ganz klar. Und dann zweimal auswärts verlieren. Ja, von mir. Du brauchst ja gar nicht auswärts fahren. Kannst zu Hause bleiben. Eben. Okay. Entweder Party nach einem Schalke-Spiel mit Bochum-Fans oder Party mit Dortmund-Fans. Harte Frage, harte Antwort. Blau-Blau. Bochum. Blau-Blau, gut. Ja. Ist, glaube ich, auch sympathischer für dich, oder? Alles andere kann ich hier nicht beantworten. Ist nicht vertretbar auf jeden Fall. Und bei dir? 96 oder Schalke? 96, ja. Da hat die Frage natürlich auch, ne? Sieg? Ich hoffe einen Sieg. Ich war jetzt schon 10 Mal am Stadion und nie einen Sieg gesehen. Ich hoffe jetzt beim 11. Mal. Wo warst du gegen Nürnberg? Ich war 3 Mal gegen Nürnberg und da haben wir 3 Mal verloren. Ja, letztes Mal haben wir gewonnen. Oder gegen Kaiserslautern? Diesmal heute hoffentlich auch. Regensburg? Wo warst du? Ja, leider nicht da. So, ein Schalke-Fan. Wie endete das letzte Heimspiel von Hannover 96 gegen Schalke? 1-1. Weißt du auch noch, wer für Hannover das Tor geschossen hat? Nee, es war ein Eigentor von Schalke. Respektive Cedric Teucher, lässt sich drüber streiten. Ja, das war Seguin. Von Schalke-Seite aus, aber Teuchert, Mutmaßmann, war vielleicht nur am Ball. Und die Gegenfrage, wie lautet das Ergebnis im letzten Auswärtsspiel auf Schalke von 96? Boah, stimmt, 2-1 gewonnen, keine Ahnung. Wäre schön, da gab es nur einen Mann, der hieß Tempelmann, der hatte was dagegen. Boah, ich weiß es nicht mehr, er guckt schon so. Und du, weißt du das? Keine Ahnung, Mann. 3-2 gewonnen, Schalke? Ja, erster Sieg, glaube ich, unter Geretz damals. Ja. Apropos Geretz, zufrieden, dass er weg ist? Zufrieden, dass Geretz weg ist? Lässt sich auch drüber streiten. Die Truppe ist, glaube ich, untrainierbar. Warten wir es mal ab, was heute passiert. Okay. Wer ist der jüngste von 96 eingesetzte Feldspieler diese Saison? Weiß ich nicht. Der soll die nicht, ne? Ja. Doch? Ja, ja. Ja, ja, der soll die. Und der älteste? Zieler? Ist kein Feldspieler, ist Torwart. Stimmt. Halzenberg? Halzenberg? Ja. Ja. So, dann haben wir als nächstes. Wir haben einen Spieler, der heute auf dem Platz stehen wird, höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, der für beide Mannschaften gespielt hat. Wer ist es? Für beide Mannschaften gespielt hatte. Kam von Hoffenheim nach Hannover, ging dann nach Düsseldorf, ging dann, glaube ich, einmal noch in die Türkei zwischendurch und ist dann nach Schalke gewechselt. Ah, Karaman. Ja, stimmt. Kenan, Junge. Und welcher, kein Problem, ich lebe noch, welcher 96-Spieler hat in der Jugend bei Schalke gespielt? Phil Neumann. Ich kann euch fragen, was ihr wollt, ihr seid einfach Maschinen, oder? Oder? Ja, hier vor allem. Oder? Was? Ey, hier vor allem. Ich habe zu viel Zeit. Was wird das Entscheidende heute sein, damit Hannover 96 gewinnt? Außer, dass man natürlich mehr Tore schießt. Natürlich, dass man defensiv gut steht gegen Schalke. Ja, nicht so viele Gegentore kassieren, weil die kriegen selber vorne nicht so viel, gut, so viel hin. Und vorne, wie gesagt, Schalke defensive letzte Spiele war, glaube ich, nicht so gut, Julian, ne? Ja, Schalke muss heute über Zweikampf auf jeden Fall kommen, dagegen halten. Hannovers Heimstark wird auf jeden Fall schwierig werden. Aber wie gesagt, ich tippe auf Unentschieden heute. Konstanz, wir müssen wieder Konstanz reinkriegen. Immer mal ein Spiel gut, ein Spiel schlecht. Also ich hoffe, wir finden heute zu der positiven Konstanz wieder. Zufrieden mit Stefan Leitl oder unzufrieden? Eigentlich zufrieden, bloß... Wie gesagt, muss die Konstanz wieder reinkommen. Wir zeigen gute Spiele und dann sagen wir wieder, das nächste Spiel ist wieder scheiße. Wir müssen mal einen positiven Faden wieder finden. Okay, eine allgemeine Frage. Und wer sie von euch richtig beantworten kann, der bekommt eine Kleinigkeit von mir. Für dich ist das, ich weiß nicht, hast du viel mit Hannover zu tun? Ich komme selber hier aus der Umgebung. Okay,
dann ist es vielleicht einfach. Im Halbfinale 1992 im DFB-Pokal. Wer war der Gegner von Hannover 96 im Niedersachsenstadion? Schalke 04 bestimmt. Bayern. Hamburg. Bisschen westlicher. Bisschen westlicher. Bremen. Ja. Ja. Gut, da ihr alle falsch beantwortet habt, überlege ich mir schnell aus meinem innerlichen Regal da oben drin eine Frage. Gut aufgepasst. Und zwar nicht aufgepasst. Wie wär's denn mit. Das könnten beide Seiten gut wissen. Welcher 96-Spieler, ehemaliger, wurde auch Jürgen genannt? Reich erstmal das Mikrofon weiter. Jürgen. Ach, Jürgen. Nicht Würgen, sondern Jürgen. Boah, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Welcher Spieler von 96 ist nach einem Fallrückzieher-Tor nach seinem Torjubel mit Doppelgelb vom Platz geflogen? Kann nur Steiner und Bogdanovic. Keine Ahnung. Wer war es? Suschti? Er hat gewonnen. Richtig. Sabo Schusti. Eiteken hat ihm erst gelb gegeben, wegen Trikot ausziehen. Weil er auf den Zaun gesprungen ist, hat er gelb-rot gegeben. Und wer eine Frage richtig beantwortet, ohne dass ich helfe, jetzt mal bitte, der bekommt natürlich was als Glücksbringer für 96 heute. Und zwar einmal bitte vorlesen. Mal schauen, was da drin steht. Jawohl. Ein guter Tipp erweist sich als äußerst wertvoll. Das ist dein Heimsiegtipp wahrscheinlich dann. Ich sage 3-1 für Hannover. Und so geht's aus, hoffe ich. Jungs, ich danke euch. Ja, ebenso. Danke. Ne? Danke. Danke. Und schönes Spiel. Ja, ebenso. Viel Spaß noch. Ne?